Was geht ab, Rudel? Ein neues Video. Da steht die Yamaha R7. Da ist Jan. Hi Jan. Hi. Schönes Motorrad. Willst du kurz was zu erzählen? Ja, also ist eigentlich alles Serie außer Kennzeichenhalter und Quickshifter. Und Quickshifter, sagt er einfach mal so nebenbei. Genau. Ne? Das Wichtigste eigentlich. Voll gut. Ich entführe sie kurz. Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ich bringe sie heile zurück, hoffe ich. Alles, was du siehst, lebt in einem empfindlichen Gleichgewicht zusammen. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Alles klar, let's go. Kurz checken, wie das hier alles geht. Hier geht sie an. Auf geht's. Kommt relativ spät. Kommt spät? Ja. Okay. Erster Gang, alles klar. Also spät kommt die gar nicht. Ich finde, die kommt relativ gut sogar. Ja, dieses ersten Moment finde ich sie sehr schwer. Also kein klassisches Bike irgendwie, was ich in die leichte Kategorie eingruppiere. Die Schnee geht runter und wir sind im Video. Okay, Quickshifter funktioniert, knallt gut rein. Ah, ey, ich finde die Lackierung von diesem Bike so wild. Ich habe eben gesehen, der Reifen hinten, der ist schon gut angefahren, Bruder. Ey, ich bin so dankbar, Jan, dass ich das Bike heute fahren darf. Ich habe das immer gesehen, aber kannte niemanden. Und du hast dich ja zum Glück gemeldet. Aber lasst uns über das Motorrad sprechen. Yamaha R7 Anniversary Edition. Übelst die geile Lackierung. 48 PS gedrosselt. Offen hat sie 74, hat er, glaube ich, gesagt. 4.8 geht's los. Da ändert sich seine Welt nochmal um 30 km/h. Sehr geil. Sitzposition, ganz ehrlich, man sitzt ein bisschen wie auf einem Superbike. Also ein Ticken aufrechter, würde ich sagen, als jetzt auf der Pani oder auf einer R6 oder R1. Aber schon krass. Ich finde, fühlt sich sehr bullig im Motorrad an. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man sitzt hier auf einem Slowbike. Ich will immer 125er sagen. Warum will ich immer 125er sagen? Er ist hier alles andere als das. Also die ist schon, die fühlt sich schon schwer an, aber ich finde, dadurch kriegt man ein geiles Gefühl für sie. Ja, okay, der Quickshifter ist gut. Oh ja, die macht Spaß, Freunde. Die macht definitiv Spaß. Ich mach mal das Visier ganz zu und wir drehen mal am Hahn. Yo. Also, ich sag's euch mal ganz ehrlich, wie man hier auf diesem Bike sitzt, das ist schon echt turbo angenehm. JP Performance, er hat richtig Geschmack, der Gute. Ich finde auch von der ganzen Haptik hier vorne sieht sie echt mega edel aus. Super schön. Spiegel finde ich auch immer wichtig, man sieht alles. Ich finde bei Yamaha, finde ich so geil, dass der Schlüssel hier vorne quasi so, der Schlüssel zum Glück direkt im Sichtfeld. Mega geil. Die ist schon schön, die ist schon schön. Wir schalten gleich mal runter. Heißt hier Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich glaube, die ist über Gasweg gedrosselt. Zumindest fühlt sie sich so an, finde ich. Ich muss wirklich sagen, es ist mir immer wieder ein inneres Fest, eure Bikes zu fahren. Ich verlinke euch an der Stelle mal Jans Instagram-Account. Wie ihr seht, Ablesbarkeit mega gut. 60 Jahre World Champion oder World GP Edition. Sehr geil. Anfahren. Ihr habt ja mal gesagt, ihr wollt mal sehen, wie so Bikes durchbeschleunigen. Machen wir mal. Wir drehen mal dran. Also die geht schon nach vorne mit ihren 48 PS. Jan meinte eben gerade, sie würde wohl 200 knapp fahren. Jetzt quasi gedrosselt. Das ist ja immer das, was euch sehr, sehr interessiert. Ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht. Nur so ein bisschen. Ich weiß, dass die Upside-Down-Gabel hat, die voll verstellbar ist. Was ja eigentlich wirklich bei den großen Maschinen sonst der Fall ist. Das finde ich sehr geil, dass Yamaha hier quasi schon in dem Segment anfängt, solche Bikes zu bauen. Kosten tut sie in der blauen und in der schwarzen Lackierung ca. 10.200 Euro, habe ich vorhin geguckt, ohne Zubehör. Jan hat den kurzen Kennzeichenhalter verbaut und den Quickshifter. Ich finde, einen Quickshifter wertet ein Bike so extrem auf, so extrem. Wir werden jetzt gleich anhalten und unseren Soundcheck machen, so wie immer. Mal gucken, ob der grüßt. Er grüßt, sehr gut. Das war ein Duck, oder?
Also, ich sag's euch ganz ehrlich, die geht schon nach vorne. Die pfeift irgendwie. Es ist so geil, so viele Bikes fahren zu dürfen. Das ist so ein Privileg. Ehrlich, das macht mir so Spaß. Das ist. Mehr geht nicht. Hier halten wir mal an. Gucken uns das Bike an. Oh, also Kurvenverhalten finde ich die echt geil, weil sie so sich ein bisschen schwerer anfühlt. Das macht sie irgendwie schon interessant. Oh, zack. Halten wir an. Oh, ey, hier immer. Ständer ist ja immer mein absoluter Tod. Wir machen sie mal aus. Warnblinker. Keine Ahnung. Egal. Ah, da. Digga, die sieht schon wild aus. Die sieht schon wirklich wild aus. Boah, dieses Licht da in der Mitte, das sieht so höchst aggressiv aus. Die Lackierung macht schon richtig was her. Hier seht ihr nochmal seinen Instagram-Namen. Ein super schönes Bike. Kurzer Kennzeichenhalter verbaut, hat er gesagt. Er war eben mit seiner, glaube ich, Freundin da. Deswegen hat er wahrscheinlich auch noch einen Sozius drauf. Es sieht schon schick aus, oder? In der Sonderlackierung ist sie schon wirklich besonders. Die R7 stand wirklich sehr, sehr, sehr hoch auf meiner Liste, weil ich die sehr, sehr interessant finde. Dass ich sie jetzt auch noch in der Sonderlackierung fahren darf, ist natürlich das i-Tüpfelchen. Wir kommen zum Wichtigsten. Soundcheck. Alles Serie. Okay. Die macht schon Musik, Freunde. Die macht schon Musik. Wirklich ein schönes Motorrad. Und gerade in der 48 PS Variante, Bruder, ich muss los, ey. Stellt euch mal vor, ihr kommt mit dieser Maschine irgendwo an. 48 PS, die sieht aus wie ein Superbike. Alter, die ist total bullig hier. Die sieht vorne bullig aus. Man merkt genau, dass sie quasi die kleine Schwester von der R1 bzw. der R6 ist. Also auch hier mit den Kiemen am Tank, das sieht schon übelst fett aus. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Das sieht aus, als wenn es dazugehört. Wirklich schön gemacht. Wirklich, wirklich schön gemacht. Ein Hammer-Motorrad. Krass, wirklich krass. Finde ich sehr schick. Sitzposition ist, wie gesagt, sehr, sehr angenehm auf dem Bike. Ablesbarkeit der Instrumente, super geil. An dieser Stelle werde ich dieses Video auch schon beenden. Wir sind gefahren, wir haben durchbeschleunigt, wir haben den Soundcheck gemacht. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin wirklich überzeugt. Ich finde das Motorrad sehr, sehr schön. Es macht übelst viel Spaß. Am geilsten gefällt mir tatsächlich, dass es nicht so ultra leicht ist und dass man schon das Gefühl hat, man sitzt oder hat ein Motorrad unter sich. Vielen, vielen lieben Dank, Jan, dass du mich mit deinem Schätzchen hast fahren lassen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank auch für all eure Nachrichten, ob ich euer Bike mal fahren will. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das hätte ich niemals erwartet, als Instagram angefangen hat. Boah, die Lichter sehen fett aus mit diesem so runtergezogen, ne? Ah, guck mal, jetzt ist das Licht in der Mitte auch an. Hammer. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich weiß, ich bedanke mich sehr viel und sehr oft, aber ich bin der Meinung, das muss einfach sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Genießt die neue Woche. Es ist zwar erst Montag rum, aber denkt dran, jetzt sind es noch 7 Tage. Dann kommt schon das nächste Video raus. Freut euch drauf. Bis dahin.